heute hier treffen. Shalom, Rubinstein. Auch unser Friedhof ist an sich ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Leben überhaupt des Judentums. Der Friedhof ist an sich die erste Stelle, wenn eine jüdische Gemeinde oder Gemeinschaft sich entscheidet, zusammen zu sein, sucht man erstmal ein Grundstück, das noch nicht belegt ist, um einen Friedhof anzulegen. Also wir nennen ja an sich unseren Friedhof den guten Ort oder das Haus des Lebens oder das Haus der Gräber. Wenn du möchtest, kannst du dann natürlich sagen in Hebräisch, wie das heißt, also Beit. Es gibt Beit HaChaim, das Haus des Lebens, oder Beit Olam, kennt das in Yiddisch, Beis Olam, Haus, das Unendliche, aber Haus. Oder Beit HaKfarot, das Haus der Gräber. Genau. Das heißt, irgendwann wird das an sich auch die Stelle sein, wo wir alle als Menschen landen, wenn wir diese Welt verlassen. Aber natürlich ist es so, dass wir diesen Ort sehr, sehr, sehr würdigen. Denn nach der Tradition heißt es ja, dass wenn der Maschiach kommen wird, dann alle Verstorbenen aufstehen werden und dass man dann in der künftigen Welt wesentlich schöner und besser leben soll oder wird, als wir das auf dieser irdischen Welt Art hier haben machen können. Dann werden auch wahrscheinlich die Menschen miteinander in Frieden leben. Also, wenn man so will, man kommt auf den Friedhof, ein Ort der Ruhe, kommt man auf Gedanken, die man vielleicht in der Hetze des Alltags nicht so sehr hat. Ich sage darauf Amen. Und genau so ist es, dass ein Friedhof, ein Beit HaChaim, genau wie Sie so gut sagen, Herbert, ein bisschen auch die Enzyklopädie und die Geschichtebuch ist für eine jüdische Gemeinde. Also ich bin wirklich sehr neugierig und sehr gespannt, sehr viel Interessantes von Sie zu hören, über auch die Geschichte von unserer jüdischen Gemeinde von Düsseldorf, die letzte 100 Jahre und etwas mehr, genau wie Sie haben gesagt, diesen Friedhof ist schon mehr als 100 Jahre aktiv. Also wenn wir jetzt so das Ganze richtig einstielen, ist das eine ziemlich große Aufgabe, denn hier sind über 10.000 Menschen begraben. Das heißt, ein sehr, sehr großes Grundstück im Verhältnis. Wir haben über 30.000 Quadratmeter hier und dieses Grundstück wurde am 17. August 1916, nach der Geschichte, die ich hier vorliegen habe, von der Stadt Düsseldorf erworben. So, wir stehen jetzt hier vor unserer Friedhofshalle. Wir nennen es nicht Kapelle, wir nennen es auch nicht Trauerhalle, sondern wir nennen es Friedhofshalle. Diese Friedhofshalle wurde erbaut von dem Architekten Gidon Schwarz, seligen Angedenkens, der im Architektenbüro Joost hier in Düsseldorf seinerzeit tätig war. Gidon ist leider jetzt schon fast ein Jahr tot. Und dann hatten wir auch einen Statiker. Und der Statiker war Ossi Klinger, seligen Angedenkens. Ossi Klinger war mit im Vorstand der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Er war als Architekt und als Statiker tätig, aber für die Friedhofshalle war er nur Statiker und hat sehr, sehr viel auch hier zum jüdischen Leben in der Gemeinde Düsseldorf beigetragen. Etwas, das viele Menschen beeindruckt, ist die Gärtnerei. Es sieht ziemlich beeindruckend aus. Gartenarbeit hier oder überhaupt du meinst jetzt den Friedhof als eine Art Garten? Ein bisschen ja, es ist sehr beruhigend und ich weiß, dass viele Menschen, wenn es offen ist, weil es ist offen bis 5, nur hier rund gehen, weil es so ruhig ist und so schön auch, um es anzugucken. Viel farbig, es wird investiert hier in unsere Gärtnerei auch heute. Ja. Wir werden jetzt bald erstmal in die Friedhofshalle hineingehen und dann können wir mal gucken, wie unsere Friedhofshalle von innen aussieht. Das ist auch mal ganz interessant. Genau. So, wir sind jetzt hier in der ersten Gedenkstätte, die an sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Düsseldorf entstanden ist. Wir haben natürlich in der Kasernenstraße die Stelle mit dem Riesenstein, wo früher die Synagoge an der Kasernenstraße gestanden hat. Aber es gab in ganz Düsseldorf keine Gedenkstätte, sondern nur irgendwo eine Platte am Derendorfer Bahnhof, wo man dann die Menschen
nach Riga, nach Theresienstadt und nach Minsk bestialisch abtransportiert hat. Also es gab nichts. Und da hat die Gemeinde sich entschieden, wenn schon eine Gedenkstätte, dann machen wir sie innerhalb unserer Friedhofshalle. Und daher hat man die Friedhofshalle auch unterteilt in drei unterschiedliche Bereiche. Einmal im Vorfeld jetzt hier die Gedenkstätte. Und man kann natürlich jetzt auch hier lesen, sowohl an der linken Seite in lateinischen Buchstaben, das heißt in Deutsch, in der rechten Seite das übersetzt in Hebräisch. Und hier vorne eine Stele. Und wer das ein bisschen genau hingucken will, kann sehen, da steht Shema Yisrael und drunter Zachor. Und dieses Ganze ist entworfen worden von Rabbiner Abraham Hochwald, seligen Angedenkens, der Landesrabbiner von Nordrhein war und auch lange Zeit hier in unserer jüdischen Gemeinde in Düsseldorf amtiert hat. Also jeden Jahr für Rosh Hashanah haben wir hier die Brauch in Düsseldorf, aber auch in der ganzen jüdischen Welt, um ein Yiskor-Gebet zu sagen, über die Verstorbenen, aber es gibt auch einen allgemeinen Niskor, und die allgemeine Niskor ist überhaupt die Niskor für die Shoah, für die erorte Schwestern und Brüder von unserem Volk in die Shoah, in die Holocaust. Und hier haben wir auch die Namen für die Konzentrationslager, genau wie Herbert hat gesagt, haben wir auch viele Texte. Und es ist interessant, diesen Text sich anzuschauen. Ve'efke yomam v'alayla et chalele bat ami. Das steht im Jeremiahu, in dem Buch von den Propheten. Und das ist, jeden Tag und jede Nacht weine ich über die Opfer für meinen Volk. Ve'nomar amen.